Herzlich willkommen Leute zu dem Video. Ihr seht schon, ich habe hier einen komplett anderen Roller und das ist diesmal nicht mein Roller, denn ich habe, wie ihr schon sehen konntet, einfach Timons Roller hier mir abgezogen und das ist jetzt Timons neuer Roller. Ich bin sehr gespannt, er hat einen neuen Lenker, ein neues Deck, welches man vielleicht nicht sehen kann. Checkt also einfach mal die Delle, also diese Delle ist wirklich grauenhaft, aber ich werde ihn heute mal testen. Ihr seht schon, ich bin hier in Scharbeutz im Skatepark. Jungs, habt ihr gute Laune? Ja! Yes, Sir! Ich habe auf jeden Fall Bock drauf, den Roller zu testen, ich hoffe ihr auch. Und ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt, wie es ablaufen wird. Deswegen lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert den Kanal, ihr wisst ja, was zu tun ist. Und ich schalte ihn einfach mal, ihr kommt jetzt auf meinen Kopf. Ich bin sehr gespannt, wie das sich auf jeden Fall fahren lässt. Also bis jetzt lässt es sich auf jeden Fall relativ nice fahren. Ich will auf jeden Fall die Bowl fahren. Das Ding ist, hier ist es sehr sandig. Wir sind ja hier direkt am Strand. Junge, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie windig es ist. Das geht gar nicht klar. Es ist auf jeden Fall ein cooler Roller. Es ist ein Street-Roller, wie man vielleicht erkennen kann. Ich bin ja nicht so ein Street-Hase, deswegen ist es auf jeden Fall sehr ungewohnt für mich, auf jeden Fall so eine Art von Roller zu fahren. Und Alter, ist das rutschig hier. Das geht ja gar nicht klar. Also, diese Rampe hier ist auch relativ steil. Ich muss erstmal auf den Skatepark hier ein bisschen klarkommen. Und vor allem, dass es hier so windig ist, geht gar nicht klar. Ich zeige euch aber trotzdem noch mal ganz kurz einen Drop-Test, weil viele ja immer sich den Drop-Test gewünscht haben. Guckt euch einfach mal diesen Drop-Test an. Also, der ist echt grauenhaft. Der Crash ist auch komplett lose und so, aber es geht trotzdem. Man kann damit fahren. Er fährt damit jeden Tag damit auf jeden Fall. Also, ich werde einfach mal trotzdem schauen, wie es sich hier fahren lässt. Auch wenn es wirklich sehr, sehr windig ist. Natürlich werde ich jetzt nicht die heftigsten Banger raushauen, weil natürlich mit dem Roller kann ich nicht fahren. Zu 100% nicht. Aber es funktioniert trotzdem. So, die ein oder andere Rail ist hier auf jeden Fall, die ich auf jeden Fall nochmal testen möchte oder so. Deswegen machen wir los, mal hier rüber. Alter, also der Park, der macht echt Spaß, der macht richtig, richtig Bock. Ich hätte auch tatsächlich Bock, hier mal so rumzugrinden, aber das Ding hier ist auch gefühlt nicht so gewachsen. Das Deck von Timon, ey, guckt euch das einfach mal an. Es ist wirklich so im Arsch, hier die ganzen Dellen und so. Ich weiß nicht, was er damit macht. Und der Roller ist auf jeden Fall gut hoch, der geht mir gefühlt bis zur Brust, der ist mir auf jeden Fall zu hoch. Deswegen mache ich einfach mal, wie gesagt, einfach mal ein paar Chillers, nichts Besonderes oder so. Einfach ein paar Grinds, habt da Bock drauf. 50-50 Songs mit dem Deck ist auf jeden Fall echt geil, weil man hat so viel Platz einfach. Ich weiß nicht, wie breit es ist, aber es ist wirklich sehr, sehr breit, dieses Deck. Und das macht natürlich auch mega Bock. Tailwind-Front damit ist wirklich grauenhaft, weil man ist einfach wirklich wie so ein LKW-Fahrer. Es ist wirklich sehr schwer mit diesem Roller, weil der halt auch ein gutes Gewicht hat, weil Streetfahrer, die achten nicht auf den Gewicht vom Roller, deswegen ist es egal. Aber mir ist es wichtig und der ist mir deutlich zu schwer. Um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, wie man hier fahren soll im Park. Ich fahre jetzt einfach mal auf gut Glück, ob man hier irgendwo runterfahren kann oder so. Oder beziehungsweise hier auf Flyout. Oh Gottes Willen. Also hier dieses Ding rauszuspringen. Ich glaube, das ist so die Flyout-Section, wo man hier überall rausspringt. Aber irgendwie kriege ich das hier irgendwie nicht richtig hin, hier zu fahren. Das ist echt merkwürdig. Man kann hier echt krass flowen, grinden. Aber mehr fühle ich auch nicht. Bei dem Wind ist es echt ein bisschen mehr. Kick das Rewind mit dem Roller. Boah, das ist so schwer, dieses Ding. Also ich werde mit dem Roller auf jeden Fall nicht fahren. Ja, glaube ich. Der Roller ist so schwer. Vor allem schwer und richtig, richtig street-hard. Ja. Das ist wirklich krass. Und mach mal einen Drop-Test bitte. Digga, der Lenker. Der Lenker wackelt komplett. Das ist reingekackt. Das ist echt nicht normal. Deswegen versuche ich einfach nochmal, gebe es einfach raus. Oh mein Gott, ich werde gleich gesnackt. Kick das hier vielleicht raus, aber ich bin viel zu langsam. Ich bin viel zu langsam. Alter. Dieser Gegenwind ist echt grauenhaft, man hat null Speed. Ich beschwere mich die ganze Zeit. Der Park ist eigentlich geil, aber der Wind irgendwie gerade nicht. Und das macht halt irgendwie nicht so viel Bock. Oh Gott, Alter, das ist so ein schwerer Roller, das geht gar nicht klar. Trotzdem möchte ich nochmal hier Kick das versuchen mit dem Roller, auch wenn es extrem nervig ist. Aber es geht trotzdem, es geht safe. Okay, den da hinten, ich hoffe, ich treffe ihn jetzt nicht. Oh Gott, Alter. Also so richtig Parktricks sind auf jeden Fall nicht möglich. Rifles und so erst recht nicht. Whip Umbrellas, Whip Front auf keinen Fall. Der Roller ist echt ein richtiger Panzer. Der Lenker ist schwer, das Deck ist schwer. Ihr seht das ja nicht, aber ich will es euch auf jeden Fall beschreiben. Deswegen mache ich hier mal so ein bisschen durch. Falls es einfach nicht so windig sein sollte, wäre cool. Aber ich hätte auf jeden Fall da richtig Bock drauf. Oh mein Gott. Und das Gewicht ist richtig komisch. Man muss so weit nach hinten springen, wenn man einfach Bunny Hop macht oder so. Weil es einfach so sich nach vorne lehnt. Aber ich meine, was erwarte ich auch von so einem Roller? Oh Gott, jetzt denke ich. Man kann nicht viel erwarten, bei diesen Street-Maschinen hier auf der Fläche richtig rum zu flowen. Das macht natürlich auch richtig, richtig tolle Bock. Also ich wollte ja einen 50-50-Grind machen, den machen wir auch jetzt direkt, weil ich gerade von Dean gesnackt wurde. Schau dann an ihn. Oh nee, das war doch erst Fiebel, oh mein Gott. Das ist ein Fiebel, muss ich auf jeden Fall nochmal schön 50-50 machen. Ey, dieser Roller, ne? So rumflow macht der richtig, richtig krank Bock. Aber es ist mir deutlich zu schwer. Okay, ich versuche einfach nochmal, den 50-50 jetzt richtig hinzubekommen. Weil das ist natürlich auch geil. Einfach hier durch. Ja, mit so einem nicen Eispick am Ende. Auch sehr, sehr geil. Aber man muss sich mal schräg so nach hinten lehnen, ne? Alter, das ist echt ungewohnt. Mal schauen, was man hier noch so in dem ganzen Part machen kann. Ich sehe schon hier, haben wir auf jeden Fall so eine Wallbike-Möglichkeit, auch sehr wild.
hier das Grinden. Ich würde sagen, da machen wir mal einen Fiebel hoch. Da habe ich auf jeden Fall mal Bock drauf. Wie gesagt, die Ball, den hinteren Bereich, da wo ich ja am Anfang die Anmode gemacht habe, die ist auch wirklich, oh Gott. Na, nicht zu gebrauchen, würde ich schon sagen. Also die Box da ist sketchy, die Spine ist sketchy, die Quad ist sehr hoch. Das hier kannst du eh vergessen, das kann man safe nicht fahren. Deswegen mache ich auf jeden Fall ein paar Grinds. Passt auch perfekt, der Park ist ja relativ grind-able. Das heißt, ich kann auf jeden Fall hier viel grinden und es ist auch gut gewachsen. Aber ich habe trotzdem Angst beim Abspringen, dass ich irgendwie nicht hinbekomme, richtig abzuspringen. Ich versuche einfach mal hier raus zu grinden. Vielleicht mache ich dann so einen Oppo-Fiebel für 60 raus oder so. Erstmal zum Aufwärmen. Nochmal ein Eispick hier gegen. Okay, jetzt mal kurz diese Ledge hier. Okay, also gewachsen ist das Ding auf jeden Fall. Ich glaube, da kann man tatsächlich ein paar coole Dinge dran machen. Auch wenn ich jetzt nicht so der übelste Grind-Freund bin. Mit Timons Runner macht es auf jeden Fall mega Bock. Man hat auf jeden Fall Motivation drauf. Deswegen mache ich gleich nochmal hier so eine Offenfibel dran. Offenfibel. Und dann 360 raus. Ich glaube, das sollte auch ein cooles Ding sein. Aber man muss echt aufpassen hier bei diesem ganzen Park, weil dass man niemanden hier snaked oder so. Dass man halt so irgendwo reinfährt oder so. Wisst ihr, was ich meine? Man ist auch nicht der Schnellste hier. Oh, Profil. Oh ja, nee, das war grauenhaft. Da war ich viel zu langsam. Ich kann das auch irgendwie nicht richtig einschätzen, wenn man hier runterfährt. Weil manchmal ist es Rückenwind, manchmal Gegenwind. Und das ist halt schon irgendwie ein bisschen sketchy. Und natürlich auch die Kinder. Muss man auch drauf aufpassen. Jetzt nochmal ein Oppo-Fiebel, dann 360 raus. Den haben wir auf jeden Fall. Aber ich bin immer noch viel zu langsam. Ich check das gar nicht bei diesem Rampen hier. Schon wieder. Das ist wirklich echt nicht chillig, wenn hier einfach Kinder die ganze Zeit rumfahren. Einfach sie als Spielplatz nehmen oder so. Jetzt nochmal auf hier für 60, meine Güte. Okay, der war easy. Der bockt auf jeden Fall. Ey, ich habe glaube ich noch nie mal eben gefühlt so fette Griffe angefasst beim Rollerfahren. Ne? Die sind so dick. Ich glaube, das sind sogar so Epic-Griffe. Und die sind wirklich so weich und so dick. Einmal Barspin. Und du merkst es gar nicht, weil es einfach clean weich ist. Okay, ich würde sagen, wir machen aber nochmal hier so eine Down-Ledge auf jeden Fall runter. Da sehe ich mich auf jeden Fall nochmal drin. Da vorne haben wir sowas. Boah, ist aber auch eklig. Ja, das kann man machen. Aber hier ist auch überall Sand. Alter, das ist echt gefährlich und rutschig tatsächlich hier. Ich habe mal eine Idee. Ich versuche mal einfach mal um 80 aus der Bank da hinten und einmal ganz rum fake zu fahren. Ja, also das Ding ist mit Gegenwind. Das ist ein Glück. Ich denke, jetzt ist Gegenwind. Jetzt komme ich einfach nicht rum. Ich bin einfach viel zu langsam. Ich setze mich einfach direkt hier hin. Nice. Also man muss deutlich schneller fahren hier in dem Park. Ich fühle mich schon so, als würde ich die ganze Zeit schnell fahren, aber irgendwie ist es nicht schnell genug. Okay, jetzt geht's aber. Jetzt. Oh nein, nein, oh, das ist reingekackt. Ey, ganz kurz davor. Gefühlt ein Millimeter oder so. Gut, alle guten Dinge sind drei, oder? So, hier. Warum muss ich so nach hinten lehnen? Alle guten Dinge sind doch heute nicht drei, sind doch vier. Die Strecke vom Bank ist auch relativ weit, also ist es nicht kurz. So. Digga, ich kann das echt nicht einschätzen. Also ehrlich, geisteskrank, wie dolle einfach das irritiert. Ich will hier nochmal hier oben dran. Oh doch, ist mit. Jetzt wieder reinspringen hier. Boah. Auch ich, das Porsche, ich gebe nochmal mein Bestes mit dem 180. Ich hoffe, dass ich einfach nur niemanden snake. Das ist so reingekackt, Alter. Jedes Mal komme ich gegen diese Ledge. Entweder bin ich zu schnell, zu langsam oder halt. Ja, das klappt einfach nicht. So, nächster Try nochmal. Jetzt bin ich, glaube ich, sogar wieder zu langsam. Oder ich komme wieder gegen die Ledge. Oder ich schaffe ihn einfach. Oh Gott, sogar Hinterradhänger noch gehabt. Alter, nicht clean. Aber ich habe ihn geschafft, egal. Der war gut. Also, wenn es hier wirklich nicht so windig sein sollte, komme ich auf jeden Fall safe nochmal. Nur das Problem ist halt echt auf Dauer, wenn man die ganze Zeit mit diesem Wind fährt. Es ist kalt. Es ist richtig, richtig windig. Man hat irgendwie gar keine Kontrolle gefühlt beim Fahren. Aber es ist trotzdem so freundlich. Ich habe das Gefühl, ich auf jetzt kurz, aber wie gesagt, klickt auf jeden Fall erst den Link in der Videobeschreibung für die Online-Kurse an. Ich kann einfach mal machen. Timons Roller könnt ihr mal bewerten von 1 bis 10. 1 ist natürlich das schlechteste, 10 ist natürlich das beste Video. Skatepark ist nice. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Auf die nächsten Videos. Haut rein. Peace.